Heute, vor 60 Jahren, verabschiedeten die deutschen Vertriebenenorganisationen eine gemeinsame Charta. Darin brachten sie wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Willen zur Versöhnung zum Ausdruck. Sie reklamierten aber auch ein Recht auf Heimat. In Stuttgart wurde heute feierlich an die Verabschiedung der Charta erinnert. Kritiker halten sie allerdings für einseitig. Die Gräuel der Nazis würden nicht erwähnt. Feierstunde im Stuttgarter Neuen Schloss. Vor 60 Jahren war in Stuttgart die Charta der Heimatvertriebenen formuliert worden. Einen Tag später wurde sie vor 70.000 Vertriebenen verlesen. Kritik etwa der Grünen und Linken an der Charta, sie verdränge die Schuld der Deutschen, wies die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen heute zurück. Ein solches Dokument kann man dann am Ende nicht einfach umschreiben und es in Intervallen immer wieder mal dem gerade aktuellen Zeitgeist preisgeben. Es ist ein Dokument, das in der Zeit entstanden ist und in der Zeit seinen Wert bis heute entfaltet hat. In der Charta ging es neben dem Verzicht auf Rache vor allem um den Wiederaufbau Deutschlands und das geeinte Europa. Doch auch vom Recht auf Heimat war die Rede. Jahrzehntelang sorgte dies für politische Auseinandersetzungen. Immer wieder auch stritten Vertriebenenvertreter mit Politikern. Zuletzt hatten das Steinbach und Außenminister Westerwelle getan. Trotz vereinzelten Pfiffen gegen Westerwelle war man heute um versöhnliche Bilder bemüht. Für die Opfer der Vertreibung regte Steinbach erneut einen nationalen Gedenktag an. Der Bundesinnenminister verwies auf den Volkstrauertag. Ich gebe wenigstens zu bedenken, ob es für unseren Zusammenhalt als Erinnerungsgemeinschaft nicht gerade gut ist, wenn wir bei diesem einen großen und zusammenführenden Gedenktag blieben, gerade angesichts des universellen Leids, das Krieg und Zwangsherrschaft verursachen. Auch Bundestagspräsident Lammert zeigte sich dem Vorschlag Steinbachs gegenüber skeptisch.